So, da unten ist wieder ein Schalter. Ich weiß noch nicht, ob ich da runter soll. Aber dem scheint so. Okay. Na gut, mit dem Schalter werden wir wahrscheinlich oben die Brücke aktivieren, ne? Sieht zumindest so aus. So, Schrank, Goldmünzen. Goldmünzen, yippie. So, komm mit. Komm mit. So. Gut, hier kann ich dich stehen lassen. Genau, jetzt ist die Brücke aktiviert worden. Sehr gut. Puh. Okay. Gegner? Ja. Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Ihr kommt ihr doch her. Ihr habt den gleichen Weg wie ich. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Mann! Kommt doch her! Ach, die kommen ja wahrscheinlich nicht in diesen Raum rein. Das ist wie so eine Art magische Grenze für die. Oder sie haben mich auch nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, sie haben mich noch nicht gesehen. Ah, Sniper. Den kannst du wirklich nicht ausweichen. Es geht einfach nicht. Ich kann da hüpfen oder so. Die schießen trotzdem automatisch auf mich. Mann, oh, wieder eine Tür. Ah. So, wir speichern wieder. Speicher schnell, speicher oft. Ne? Wissen wir Bescheid. Oh, nee. So, mal gucken. Hier ist jetzt wieder eine Tür. Oh, das sieht mir, weiß ich nicht, nach was aus. Rätsel. Sieht mir nach einem Rätsel aus. Okay, hier ist gleich noch die Tür aufgegangen. Das ist doch definitiv ein Rätsel. Ein Kistenschieberätsel. Na gut. Hier komme ich nicht weiter. Hier ist doch nass, hier komme ich nicht weiter. Jetzt muss ich bestimmt irgendeine Kiste verschieben, um zu sehen, was für ein Resultat wir damit erzielen. Hier kann ich nichts machen. Ist hier irgendwas zum... Ah ja. Achte auf die Oberfläche der Dinge. Das war mir schon klar. Achte auf die Oberfläche der Dinge. Was für Dinge? Welche Dinge meint ihr? Die nassen offensichtlich. Oi. Okay. Da drüben stehen auch nur zwei Sniper. Yippie. Achte auf die Oberfläche der Dinge. Aber was ist damit gemeint? Hä? Also, ich kann hier beim besten Willen keinen Unterschied ausmachen in diesen Toren. Oder? Das ist so wie so ein W? Nö, das ist genau derselbe Krempel. Was? Ich kann wirklich keinen Unterschied ausmachen. Ich ziehe jetzt einfach mal in irgendeine Kiste. Okay, die geht zu. Das ist doch jetzt... Das ist doch völlig random jetzt. Das ist jetzt völlig random, oder? Das ist sowas? Das ist sowas? Ich habe keine Ahnung. Achte auf die Oberfläche der Dinge. Gib Acht, wo du hintrittst. Hä? Ha?
Achte auf die Oberfläche der Dinge. Ich hab keinen Dunst, ey. Keinen blassen Dunst. Hat gerade überlegt, ob das hier mit den Lichtern oder so zu tun hat. Ich glaube nicht. Ach, meinen die damit die Dinger hier außen? Die hier? Das kann natürlich sein, ne? Dann muss ich das... Zieh ich mal da runter? Warte mal, wo muss denn das hin? Ah ne, das kann da bleiben. Das kann da bleiben. Das muss eins weg. Dahin. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ja, okay. Gut, so ist es gemacht. Alles klar. Okay, ich habe auf diese... Ich habe jetzt eben schon gedacht, wie soll ich denn das hier in Einklang bringen, die Dinger und da unten die Schieberätsel. Aber ja, genau so offensichtlich, ne? Was hier? Eigenartig, ein leeres Buch in einem Bücherregal. Oder hat hier der Autor vielleicht Geheimtinte benutzt? Ich kann es jedenfalls nicht lesen. Genau, also jede Tür selbst. Ja. Ja, ja, ja. Ah! Spinnen. Na, Mann! Wo kommt ihr denn jetzt her? Ja, von da oben. Ich sehe es ja. Und wieder vergiftet. Da oben ist aber auch eine Plattform für irgendwas. Junge, lass mich doch mal in Ruhe. Oh, diese Spinnentiere. Ich habe schon wieder keine Heilkräuter mehr. Wo sind die denn bitte wieder alle? Ich hatte eben noch welche. Werden die von den Spinnen gefressen oder was? So, eine haben wir jetzt schon mal. Das ist, glaube ich, aber nicht die, die ich brauche. Ich weiß es aber nicht. Eigenartig. Noch ein leeres Buch. Eigenartig ein leeres Buch. Warum denn sind die... Um leere Bücher gehen? Manno. Hier ist auch noch ein leeres Buch, wa? Das Grundwissen über Drachen. Möchtest du dieses Buch lesen? Ja, Grundwissen über Drachen, gerne. Die letzten Versuche, Drachen zu zähmen, bescherten uns größere Erfolge, als wir zunächst annehmen durften. Sie vertrauten uns schnell und einige schienen uns sogar zu mögen, insbesondere wenn man häufig zu ihnen sprach. Trotzdem waren wir sehr erstaunt, als sie uns plötzlich antworteten. Während Drachen in jungen Jahren sehr verspielt sind, werden sie im Alter sehr weise und bedacht. Drachen können allerdings vor dem Erreichen eines Alters von 20.000 Mondzyklen nicht als erwachsen angesehen werden. Wir wissen erst seit kurzem von der Existenz der Drachen und waren sehr erstaunt von Tan Khan, dem ersten Drachen, den wir getroffen haben, zu erfahren, dass sein Großvater Silkan, der Große, schon über 120.000 Mondzyklen lang auf Gothos gelebt hatte, bevor er starb. Was für ein Schachtelsatz! Ich bin Meister im Schachtelsatzschreiben, aber sowas kriege ich nicht hin. So, eigenartiges Buch, kann man wieder nicht lesen. Und noch ein leeres Buch. Und noch ein leeres Buch. Na gut. Oh, Entschuldigung. Oh. Ich werde langsam müde. Gut, die da oben hatten wir vorher, glaube ich. Ich mache jetzt mal hier die nächste Tür auf. So, ja, 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 mach zu. So, einmal hier hin. Dann einmal... Na, gibst du ja. Einmal dahin. Und auf die da. So, die nächste Tür ist geöffnet. Och, jetzt lass das Ding doch da stehen. Du Hammel.
Sowas. Lass los. Manchmal lässt er die Kisten nicht los. Warum auch immer. So, wir speichern nochmal. Aus reiner Vorsichtsmaßnahme. Spielstand gespeichert. Hier geht's jetzt weiter. Hier kommen wieder ein paar Gegner. Gut, die haben wir. Mist ist hier. Ach, hier ist wieder ein Schalter. Meine Güte. Könntet ihr mal bitte gehen? Danke. So, jetzt haben wir noch eine Brücke. Ah, jetzt haben wir die erste Brücke aktiviert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ich hoffe, hier mal noch was zu lesen zu finden. Was ist das denn hier eigentlich? Was habt ihr hier gebaut? Was ist das? Würde mich schon mal interessieren. Oh, eine Kiste. Yippie, ein Heiltrank. Oh, ja, Heiltrank ist eine gute Idee. So. Eigenartig, ein leeres Buch. Ein leeres Buch. Und noch ein leeres Buch. Hier sind nur leere Bücher in diesem Bücherregal. Yippie. Ich habe letztens gelesen, es gibt mittlerweile einen Trend, dass sich manche Leute, weil sie ja keine richtigen Bücher mehr zu Hause stehen haben, also weil sie halt nur noch digitale Bücher haben, sich leere Bücher ins Regal stellen, damit sie was im Regal stehen haben. Nun, ich glaube, ich brauche dazu nichts zu sagen, oder? Dann kann man es jetzt auch gleich als richtiges Buch kaufen, wenn man es sich nochmal als leeren Pappschuber ins Regal stellt. Ja, oder abgeschnittene. Ja, oh Quatsch, oder? Also manche Leute haben echt eine Macke. Abgeschnitten ist aber auch interessant. Was will man denn da abschneiden? Hä? Schließt sich mir nicht so ganz der Sinn, aber okay. So. Bevor wir da irgendwie... Ach so, dass man nur den Buchrücken hat? Pff, bitte. Also, das ist doch völlig lächerlich. Okay, das ist echt absolut lächerlich. Ja gut, wir sind dazu verdammt, irgendwann unterzugehen, wenn wir schon nicht mehr das wertschätzen, was es eigentlich gibt. Sondern so ein Quatschmang. Tschüss. Ist hier noch jemand? Nö. Und wieder eine Tür. Was hat er noch? Eine Front. Achso, okay. Ach, trotzdem, das macht doch Spaß. Das macht gar keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Und wieder ein Dungeon. Und wieder ein größer Dungeon, wie es aussieht. Ich geh erstmal hier lang. Und spinnen. Wahrscheinlich wirklich so ein Spinnenhalf damit gemeint. So ein Spinnennetz. Hier kommen ja immer wieder Spinnen. So. Hier noch weggelatzt. Hä? Irgendwas gerade gefunden. Ach so, die gelben Dinger hier. Hab ich gar nicht gesehen. Sind das hier Särge oder was? Sieht aus wie Särge, ne? Na ja, gut. Oh, der Gegner. Schau mal da. Hä? Fieser Flattermann, seit wann kannst du denn durch Wände fliegen? Auch nicht schlecht. Wüsste ich auch gerne. So, okay. Hier ist, glaube ich, wieder einfach nur aufräumen. Viecher töten. Wirklich viele Viecher töten. Der Fledermäuse, ey. Mich kirre. Vielleicht sind die Indikatoren für irgendwas, ich weiß noch nicht für was. Oh, einen Giftungstrank gefunden. Sehr gut, sehr gut. Guck mal, die fliegen ja immer so ein bisschen vor mir weg oder zeigen irgend. Ich habe so das Gefühl, dass sie mir irgendwie was anzeigen.
Ich weiß noch nicht was. So, hier ist erstmal nichts. Ach doch, da ist eine Kiste. Ich fast die Kiste übersehen. Oh, ein großer Mana-Trank. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da müssen wir rein. Was ist das hier? So eine Tafel? Das Grab der Familie Herges. Herges. Okay, wir sind auf einer Art Friedhof gelandet. Grabkammer. Ja, dachte ich mir ja schon. Das sieht halt schon so aus wie hier Krypta und so, ne? Also. Krypta-Coin. Hä? Das sind für ein läppischer Kram. Geht ihr mal tot? Kein Strom mehr drin. Ah! Echt das Gefühl, dass mir Gegner Items klauen können. Okay, kann ja sein. Was steht hier? Das Grab der Familie Herges. Immer noch. Ich habe doch hier irgendwas eben... Ach, da drin. Da drinnen leuchtet's. Aber wie komme ich da rein? Hä? Achso, durch den Mittelgang. Alles klar, verstehe. Durch den Mittelgang. Wir müssen nur den Eingang dazu finden. Steht hier auch wieder Grab Herges? Ja. Hier sind noch mehr Gegner. Ah, guck mal, hier ist ein Schalter. Er könnte eventuell die Tür öffnen. Ich bin eingesponnen wieder. Hör mal auf. Ich geh weg, Mann. So, Haupttür offen. Jawohl, wunderbar. Haben wir das gemacht. So. Weiß halt nicht, ob ich jetzt irgendeinen übersehen habe. Ja doch, hier ist noch einer. Au. Das war nicht nett. Das tat weh. Ah, hier ist wieder ein Heiltrank. Wunderbar. Hat sich das gelohnt, dass ich einmal getroffen wurde? So, okay, jetzt kommen wir zum Ausgang. Irgendwie? Nee, ne? Schade. Liegt wieder Mana. Ach komm, ich stehe doch daneben. Können die mich denn treffen? Das ist aber so ein Ding. Ja. Yeah. Ich treffe ihn nicht. Bleib doch hier. Blöde Spinnentier. Kann man hier irgendwas sprengen? Sieht nur so aus. Sieht so aus, als wenn du es sprengen kannst, ne? Schade. Dann halt nicht. Aber hier geht's irgendwie dann rein. Ich muss das mal aufmachen. An irgendeiner anderen Stelle zu öffnen. Seid ihr drin? Ey. Boah, ey. Heilige Scheiße, haben die viel gerade abgezogen. Hier fehlen eigentlich nur noch Sniper. Gehst du kaputt? Das Dungeon nimmt wirklich kein Ende. Flü, 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 flü. Mal auf hier. Grab des Lektor Hillebarmus. Gesundheit. Hillebarmus. Mhm. So, Tür auf. So, gut. Nächste Tür offen. Okay.